So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. Wir stehen hier auf dem Aussichtsturm und schau mal, wie viel hier noch gemacht werden muss. Aber so wie es sich gerade hier ausschaut, ist es hier quasi bloß dieses Dreieck hier noch, das Geländer, was wir machen müssen. Und das war's. Ich dachte jetzt eigentlich, die Plattform geht hier oben noch so im Halbkreis rum, dass man hier überall hinlaufen kann. Aber sieht wohl nicht so aus. Aber dann machen wir das Ganze fertig und schauen, was uns danach erwartet. So, das Geländer steht. Okay, das war echt. Nur noch das Geländer. Gut, hätte man sehen können, wenn man genau hingeguckt hätte in der letzten Folge. Dann hätten wir es doch fertig gekriegt. Aber ich muss sagen, die Aussicht ist so echt nicht verkehrt. Ja. Oben die Bergstation. Echt gut aus. Ich muss schon sagen, die haben sich echt Mühe gegeben, die Entwickler. Auch mit diesen Bauprojekten hier finde ich super gemacht. Gut, es gibt an einer oder anderen Ecken meines Erachtens ein bisschen Verbesserungsoptionen, gerade hier mit dem Aufbau. Dass man da vielleicht ein bisschen näher die Punkte aneinander setzen kann, dass man hier schön im Bauflow hochlaufen kann. Genauso wie es malen, das haben wir aber schon angesprochen. Aber ansonsten, von der Spielmechanik an sich, finde ich das Spiel Hammer. Von der Umgebung sowieso. Hat echt Potenzial. Ich bin gespannt, ob es hier so noch mit Patches weitergeht oder mit DLCs oder je nachdem. Oder ob es vielleicht mal einen Ableger davon gibt. Bin ich sehr gespannt. Aber jetzt schauen wir erst noch, was das Spiel für uns bereithält. Wir müssen auf jeden Fall, ein Ziel ist noch ganz sicher, die ganzen Bauprojekte würde ich gerne fertig haben. Je nachdem, wie viel es noch gibt. Und auf jeden Fall heiraten. Und Maschinen reparieren. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich ganz, ganz gerne machen würde. Aber das werden wir alles noch sehen in den nächsten Folgen, die wir noch zu sehen kriegen, was das Spiel noch für uns bereithält. Auf jeden Fall dieser Drehwurm hier runter, den vermisse ich jetzt erstmal nicht. Aber hier auch zum Beispiel, dass hier jetzt kein Geländer dran ist an dem letzten Stück, finde ich jetzt gerade nicht so geil, wenn man hier sich vorstellt, dass hier Eltern mit Kindern rumlaufen. Aber gut, vielleicht wird es ja in Zukunft noch getestet. Aber was haben wir eigentlich? Haben wir eigentlich einen neuen Auftrag bekommen? Mal so doof gefragt. Aufgabe, du solltest jetzt mit Ryan sprechen. Okay. War das so schon? Oh. War das so schon alles? Komm, setz zurück. Mist. Ich glaube, wir haben uns hier echt ganz schön eingefahren. Aber dann haben die Stände hier oben auch mal ein bisschen was zu tun. Hier können sie schön essen, hier können sie Aussicht genießen. Hammer. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Ryan. Der wird wahrscheinlich immer noch am Flussufer unterwegs sein. Mal schauen, was er noch für uns hat. Und wir dürfen es nicht vergessen, wir haben morgen noch unsere Stadtrundfahrt mit Chloe 12. Dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Halt jetzt mal mit dem Transporter hin, weil unser Jeep ist ja immer noch oben beim Sachs bei der Hochzeitslocation. Halt, wir fahren gleich hier runter. Mal auch noch holen. Oh, ist
Ist ja gerade in mir despawned. Oh nee. So, wir drehen hier aber gleich mal, dass wir wieder rauskommen. Und jetzt schauen wir mal, was Ryan so Schönes für uns hat. Hey Ryan! Schön, dich zu sehen, mein Freund. Wie geht es dir? Nun, ich habe fertiggestellt, was ich zu tun hatte. Die Brücke, der Aussichtsturm und das Theater sind nun fertig. Und ich ernenne dich im Namen der Gemeinde offiziell zu unserem neuen Bürgermeister. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Nun, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin froh. Und wir sind es auch. Ich bin sicher, dass dies ein neues, strahlendes Kapitel für uns alle ist. Hammer. Glückwunsch, du wurdest selbst zum Bürgermeister gewählt. Das ist wohlverdient. Deine Freunde und Familie. Sehr stolz auf dich. Und was stand jetzt gerade in der Mitte vom Bild? Habe ich jetzt nicht gesehen. Warte mal, ich komme doch hier bestimmt irgendwo in die Kapitelübersicht. Ah, Kapitel 4, strahlende Zukunft. Als ein vertrauenswürdiger und sehr beliebter Bürgermeister kannst du wirklich hoch hinauskommen. Eine Frau, eine Familie, Machtposition. Es liegt an dir, zu entscheiden. Viel Glück auf deiner Reise. Was auch immer du tust. Okay. Okay, nicht schlecht. Das heißt, ist jetzt damit quasi unsere Questliste vorbei, oder sehe ich das richtig? Genieße ein langes, glückliches, erfolgreiches Leben als ein sehr angesehener Bürgermeister. Tatsache. Dann sind wohl oder übel. Echt die Mission soweit durch. Ich habe zwar gedacht, dass wir an der Skisprungschanze vielleicht noch arbeiten. Oder dass die Salva noch in Betrieb geht, muss ich mal gucken. Mal, das können wir machen. Wir fahren jetzt mal mit unserem Fahrzeug zurück. Wir müssen ja eh nach Hause. 50.000 Sozialpunkte. Ecco mio. Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Sozialpunkten Geld anstellen soll aktuell. Kann es ja eigentlich gar nicht ausgeben. Da, man kann noch ein bisschen das Haus ein bisschen dekorieren. Wir müssen noch Maschinen kaufen, das ist auch noch klar. Das werden wir auch auf jeden Fall noch tun. Wir werden mit Chloe noch das Date machen und schauen, dass wir sie heiraten können. Upp, sorry. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall, wenn der Ponce da ist und sich anständig fahren lässt, nicht so wie hier unten die alte Maschine, dann werden wir mit denen auch mal in den Wald fahren und das Ganze mal testen. Bin ich auch gespannt, wie sie die Mechanik umgesetzt haben. Aber wir werden auch hier mal noch kurz ein bisschen klar Schiff machen. Beziehungsweise einfach nochmal beladen, dass wir hier einsatzfähig stehen haben, falls doch mal was kommen sollte. Aber für mich sieht es irgendwie jetzt so aus, als wäre es das Ende der Questreihe gewesen. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr wisst und was ihr gerne noch sehen wollt. Dann machen wir das natürlich gerne. Wie gesagt, das Haus streichen, das mache ich nebenbei. Wir können dann auch mal gemeinsam eventuell hier mal die Scheune machen. Da ist natürlich auch die Frage, was für eine Farbe machen wir denn? Na, Oskar, mein großer. Jojo, feiner Bär. Jo. Oder hier könnte man auch noch streichen. Je nachdem, ihr könnt mir ja gerne mal Farbkombinationen reinschreiben fürs Gewächshaus.
Für die Garage und hier die Werkstätten. Weil eventuell hätte ich mir gedacht, hier so akzentmäßig eine rote Scheune mit weißen Balken. Ungefähr wie wir es am Haus gemacht haben, nur mit Rot bei den zwei Gebäuden. Aber ihr könnt mir gerne eure Farbwünsche mal reinschreiben. Machen wir da mal eine eigene Folge, wo man einfach mal hier die Gebäude durchstreicht. Aber was mich jetzt ehrlich gesagt noch stört, was ich noch nicht ganz kapiere, eben das mit dem Mechanik, mit dem Reparieren. Kaufe Treibstoff und betanke Fahrzeuge auf dem Hof. Punkt 1, haben wir schon. Wie kriege ich, repariere alle Fahrzeuge? Und das ist ja auch so ein Punkt. Wir können ja zwar jede Menge Sachen noch verkaufen, aber ich habe ja auch schon einige Sachen verkauft. Deswegen ist hier auch die Frage, warum haben wir noch keine Rabatte und sowas bekommen? Das sind die einzigen zwei Punkte, bei denen ich aktuell überfragt bin, warum es da nicht weitergeht. Aber wenn ihr da auch was wisst, schreibt mir das auch gerne rein. Aber wir schauen jetzt erstmal ins Häuschen. Da können wir nämlich dann auch mal eine Folge machen mit Streichen und vielleicht auch Einrichten unseres Häusles. Das können wir natürlich machen. Es gibt schon noch ein paar Möglichkeiten, so ist es nicht. So, aber jetzt wird erstmal geschlafen. Wir müssen uns noch um unsere Tiere kümmern. Die Kühe müssen gemolken werden, ja, das weiß ich. Aber warte mal, wir haben doch hier einen schönen Tisch. Komm, den stellen wir jetzt noch gemeinsam hier mal rein. Wenn man doch so mal her, oder? Doch, ich glaube, das... Oh, nee. Nee, nicht so ganz. Nehmen wir den Tisch nochmal. Nein, ich wollte den Tisch. Wo ist mein Tisch? Ey, wo ist mein Tisch? Wo ist mein Tisch hin? Ich habe nur noch die Stühle, aber mein Tisch ist weg. Oh, da ist er. So, der da und der da. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Mitte bin. Ne, natürlich wieder nicht, weil ich die große Diele wieder nicht mitgenommen habe. Also die große Diele ist eigentlich unsere Mitte, sehe ich richtig, oder? Dann machen wir das so und so lassen wir es jetzt stehen. Perfekt. Dann setzen wir hier noch ein paar schöne Stühle außen rum. Zack. Haben wir nämlich die Küche wenigstens mal ein bisschen schöner gemacht. Und falls wir mal ein bisschen mehr Besuch haben, kommen an die Kopfseite auch noch Stühle. Weil wenn wir eine Frau haben, wollen wir natürlich auch Kinder haben, oder? Ein schönes Bücherregal, wenn ich es hier irgendwo hinkriege. Das passt hier, glaube ich, auch ganz gut hin.
Die Küchenschränke, die brauchen wir eigentlich alle nicht mehr. Oh, da hat doch Marc gesagt, die kriege ich hier auch im Menü weg. Aber die Frage ist nochmal, wie? Mit Entfernen kriege ich sie nicht weg. Rechtsklick und so kriege ich es auch nicht weg. Jetzt kriege ich ihn auch nicht weg, deswegen. Okay, wenn das, Marc, da kannst du mir nochmal reinschreiben, wie man die hier aus dem Inventar löscht. Die würde ich gerne loswerden. Weil ansonsten bin ich eigentlich jetzt das Küchenabteil. Gut, den Boden da hinten müssen wir noch streichen. Finde ich, sieht das eigentlich ganz cool aus. Auch mit den Naturholzfarben und der weißen Decke. Würde ich nämlich die Wände innen drin eigentlich gar nicht streichen. Türen gefallen mir hier drin eigentlich auch ganz gut. Hier würde ich quasi wirklich nur den Boden durchstreichen, eventuell hier komplett so den Rotton und die Möbel tauschen. Aber das werden wir dann wirklich in einer eigenen Folge machen. Okay. Gut, dass ich gerade nochmal geguckt habe. Das war natürlich nicht so gewollt, dass das von der Wand weghängt. So sieht es, glaube ich, besser aus. Stimmt, so ist es auch richtig rum, weil wir jetzt die Bücherrücken haben. Ne, passt so. Dann geht's raus zu unseren Tierchen. Haben wir ja fleißig Eier verkauft. Verkauft. Fleißig Eier gelegt natürlich. Weiß auch nicht, ob wir hier die Sachen so verkaufen sollen, die Eier und die Milch, oder ob wir da was kochen sollten. Könntest du auch mal reinschreiben. Aber ich bin jetzt auch sehr gespannt auf die Stadtrundfahrt, muss ich auch sagen. Wie das abläuft. Ob wir da selber irgendwo hinfahren müssen, um zu gucken. Oder ob es eher in so einer Videosequenz abläuft. Was ich auch ganz cool finden würde. Aber lassen wir uns überraschen. Jetzt sehen wir um 12. Wir könnten eigentlich mal zu unserem Onkel rüber marschieren und ihn wegen den Fahrzeugreparaturen fragen. Weil vielleicht kann er uns da weiterhelfen noch und einen Tipp geben. So, die Kühe haben wir schon mal so weit durch. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch Fisch für unseren Taifun. Warte mal, haben wir gerade zufällig eine Angel dabei? Eine Angel. Mal gucken, gehen wir mal an unseren Steg. Ist hier gerade zufällig Fische, da ist ein Fisch. Schade.
Beim Angeln war ich noch nie gut, muss ich sagen. Ah, unser Onkel ist auch hier beim Angeln. Komm, beiß mal einen an. Ja, komm. Ich will unserem Kätzle doch einmal einen Fisch geben. Okay, sieht nicht so aus, als würde da was bei rumkommen für uns. So, jetzt haben wir einen dran. Jetzt haben wir ihn. Jetzt hat er nachgegeben. Perfekt. Schauen wir mal, ob wir vielleicht gleich nochmal einen da hinten erwischen. Na, das sieht schon besser aus. Oh, Date um 12. Wir werden schon erinnert. Wie ist es denn schon? 2:07. Aber wenn unser Onkel gerade schon hier unten ist, kann man doch hier auch gleich fragen, oder? Als Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Hallo Onkel, wie geht's? Alles gut, wie immer, danke. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nein, im Moment nicht. Okay. Ich muss dich etwas fragen. Sicher? Was möchtest du wissen? Wie komme ich an mehr Ausrüstung? Nee. Gibt es Informationen? Nee. Was hat es mit der Werkstatt auf sich? Was hat es mit der alten Werkstatt auf sich? Naja, man kann Treibstoff in größeren Mengen kaufen und dadurch sparen. Dann können Fahrzeuge in der Werkstatt betankt werden. Das ist praktisch, finde ich. Mit etwas Geschick können Fahrzeuge verschönert werden. Neu lackiert und wer weiß, vielleicht sogar restauriert. Das erfordert natürlich etwas Geschick. Aber hey, das wird schon, oder? Ja, okay, das hat uns jetzt auch nicht. Hast du einen technischen Rat für mich? Zeit und Geschick. Das ist es, was man braucht. Dir ist klar, wie man Gebäude repariert, oder? Ich bin sicher, dass du schnell lernst, wie man sie repariert. Für den Wiederaufbau sind neue Materialien erforderlich. Aber das Ergebnis wird solide und schön sein. Darüber hinaus lernst du, wie man Gebäude streicht. Für sich oder für Leute um dich herum. Das sind wertvolle Fähigkeiten, die dich zu einem echten Handwerker machen. Ich muss los. Tschüss. Okay, es hat uns jetzt aber auch nicht viel weitergebracht. Oskar, bist du schon wieder wurscht? Nee. Hast gerade vorher eins gekriegt. Die Fraß. Jetzt kriegt erstmal Typhoon was. Wo ist denn Typhoon? Hey, Typhoon. Mein kleiner. Das ist mein Fischleck kriegt, gell? Ja, mein großer. Großer kleiner Kater. Die sind halt alle vollgetankt. Das ist halt das Nächste. Treibstoff, wenn du Kraftstoff in größeren Mengen kaufst, wird er hier gelagert. Das weiß ich ja. Ich weiß auch, dass ich hier tanken kann. Aber dann doch hier sicherlich. Konnte doch auch hier früher mal meine Fahrzeuge lackieren, oder nicht? Da muss ich dazu drin sitzen in den Dingern. Mal gucken, ob man hier auch. Da muss ich hier weiter rein. Nö.
oder? Ist halt schade. Ich glaube, da brauche ich wirklich als allererstes die Fähigkeit. Das Problem wird sein, dass ich die Fähigkeit halt einfach nicht habe. Wir lassen jetzt mal so stehen. Und ich nicht weiß, wo ich sie herkriege. Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal an der Stelle Schluss. Sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Und wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren dann nicht vergessen. Und ich überlege mir was. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge das Date mit Chloe haben, mit der Stadtrundfahrt. So werde ich die Fahrzeuge erstmal zu uns heimholen, die wohl noch so verteilt sind. Und dann werden wir uns eventuell noch ein paar neue Geräte zulegen. Und mal schauen, ob die sich besser verhalten wie die alten Geräte hier. Und wie das ausschaut, muss doch noch rausfinden mit den Reparaturen der Maschinen. Gut, also, wie gesagt, euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.